Gut, also. Hauptmission. Ins Unbekannte. Soll mich für Sarah zum Auge begeben, einer im Orbit um Jemison befindlichen Sternstation der Constellation. Ich muss mich mit Wladimir Saal treffen, um mehr über das Finden von Artefakten in den Randgebieten des Alls zu erfahren. Ich würde sagen, damit machen wir weiter. Gehen wir doch mal hin. Kurs festlegen. Ich springe quasi von Regent Industries aus direkt dorthin. So ins Raumschiff und... Willkommen mega. Im UC-Raum. Hi. Gegenwärtigen Kurs beibehalten, während wir deine Fracht scannen. Mhm. Scan abgeschlossen. Du kannst landen. Danke. Aber ich will nicht landen, ich will hierhin. Das Auge ist offen, Constellation. Ja, dann gehen wir doch mal hin. Ins Auge. Schau mal. Was da jetzt passiert? Ich habe keine Ahnung. Einmal andocken. Ich weiß ja schon, dass ich 3 Artefakte gefunden habe, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube 3. Ein Artefakt aus diesem Nest bei Akela City auf diesem Planeten. Und ich glaube, danach habe ich noch eins geholt. Das war, glaube ich, so der Stand der Dinge, ne? Börter ist voll, ich auch. Weil das kannst du eigentlich alles nochmal reinballern. Was habe ich hier sonst am Start? Waffen habe ich Ewigkeiten viel. Mikrogun kannst du reinpacken. Diesen Dolch kann nicht mehr gelagert werden. Okay, dann schmeißen wir den Scheiß einfach mal hier in unseren Frachtraum. Nicht in den Frachtraum, den muss ich noch leer räumen. Wo war denn der andere? Der hier, ne? Den meine ich. Gott, da liegt auch noch Scheißdreck rum. Ja, ja, ich räum's nachher auf. Alles cool. Also, das kannst du hier ablegen. Und das kannst du ablegen. Das hier und das hier. Alles andere. Tarnanzug. Das kann man eigentlich zur Überzeugung. Das kannst du eigentlich mitnehmen und anbehalten. Und der Rest sonstiges. Was haben wir denn da noch drin? Eigentlich nichts, ne? Okay. Cool, dann passt das hier von der Masse. Gönn dir, geh mal raus und schau mal, was hier Sache ist. Ich glaube, Versco hat auch noch einiges. Captain, Man. Freut mich, Sie zu sehen. Danke. Okay, das Auge. Kann man irgendwas mitnehmen? Lass mal klauen. Was kannst du mitnehmen? So, ein Versiegel. Oh, das sieht schön. Oh, das sieht richtig schön aus. Gucke mal hier. Oh, das ist eine schöne Aussicht. Cool. Klebeband brauchen wir nicht. Kannst du auch noch andocken. Leider Platte. Polytextil, das kannst du mitnehmen. Alles andere ist eher nebensächlich. Versiegeltes Tablett. So, hier war ein Leck drin. Das haben sie mit Bauschaum einfach mal grob geflickt und ein paar Kisten draufgestellt, dass das nicht wieder aufgeht. Alle gleichen. Also wenn das Ding irgendwann hochgeht, daran liegt's. Ist in Ordnung. Oh. Gönn dir. Alles mal mitnehmen. Ma'am. Captain. Hi. Ja. Sind wir auf der anderen Seite genauso ein Schmuddelding?
Okay, das ist das zweite undichte Leck. Das grob repariert worden ist. Was steht da drauf? Was steht da? Looking at it won't fix it. Need to go out and repair that hull damage. Wäre besser, als das nur zu beschweren. Es wäre fürs Überleben aller sehr viel besser. Wunderbar. Da ist mein Raumschiff dran, ne? Das sieht so cool aus irgendwie. Das sieht richtig gut aus. Okay. War da irgendwas Nützliches? Nee. Facilities. Und nur handeln. Oh, siehst du mal. Spitzenleistung nur 1. Hört den Schaden durch kritische Treffer mit Nahkampfwaffen dauerhaft um 5%. Sehr schön. Das kannst du mitnehmen. Hat sich doch schon mal gelohnt. Und was haben wir hier? Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das andere ist eher nicht so pralle, ne? Den kann man mitnehmen. Das kannst du mitnehmen. So, was haben wir hier? Standmixer, Trauben, Orange und hast du nicht gesehen? Pharma-Kit. Das ist einfach nur ein Lokus. Alle Klärchen. Dann sind wir auch fertig. Alles gelootet, alles was wichtig war mitgenommen. Dann können wir jetzt endlich zu ihm hier gehen. Hey, geiles T-Shirt. Neuling an Deck. Frisches Blut für die Constellation ist immer gut. Hallöchen, Three Times, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Danke dir fürs Reinschauen. Ich hoffe, dir geht's gut, mein Lieber. Hallöchen, Wladimir. Freut mich, dich kennenzulernen. Zu gerne hätte ich unten in der Loge die vereinten Artefakte gesehen. Leider hatte ich gerade durch das Auge gespäht. Jemand hätte ich holen sollen, es war unglaublich. Ist zwar schon Wochen her, ich kann mich nur grob dran erinnern, aber es war toll. Hätte mich wohl nur über die Störung aufgeregt. Bei der nächsten großen Enthüllung bin ich dann dabei. Es war ja nicht die letzte. Das Auge eignet sich für Deep Space Scans. Nach dem Fund unseres zweiten Artefakts fanden Baird und Sarah heraus, wo weitere sein könnten. Ohne einen Graphantrieb brauchen die Daten im Lichtermeer allerdings Jahre oder gar Jahrzehnte von den Randgebieten bis hierher. Gut, also ich muss dem wohl selbst nachgehen. Allerdings gehen da draußen noch mehr von der Constellation den Scans nach. Matteo ist gerade erst los, aber Andrea ist schon länger weg. Ich spiele nicht gern den ängstlichen Alten, aber ich bin alt. Sorge mich. Okay. Ich halte nach Andrea Ausschau. Ich habe zwei Orte auf deiner Sternenkarte markiert. Sie sollte an einem davon sein. Meistens kommt sie alleine zurecht. Meistens. Meistens, okay. Naja, hoffentlich drückt dich das Glück und uns fallen noch ein paar Artefakte in die Hände. Viel Glück. Dankeschön. Gut. Ich wusste auch gar nicht, dass Crimson Fleet-Mitglieder in Rente gehen können. Tun sie normalerweise auch nicht. Ich stehe bei Fortuna tief in der Kreide. Ist eine lange Geschichte, um dein Ohr damit zu spitzen. Aber besuch mich doch mal in meinem Haus draußen im Sternenmeer. Ich wollte dort meine Lebensfinsternis verbringen, aber die Constellation hat mich mitgespült. War nicht mehr dort, seit wir auf dem Auge arbeiten. Falls du hinkommst, mach das Licht aus, wenn du wieder gehst, ja? Okay. Besuche Wladimirs Haus. Okay, cool. Ja, kann man ja machen, auf jeden Fall. Hallöchen, Nico, ich grüße dich. Schön, dass auch du da bist. Danke, Leute, fürs Reinschauen. Vielen, vielen Dank für den Support. Vasco, wir müssen gehen, komm. Ab ins Cockpit. Abdocken. Und dann lass mal schauen, wo ich hin muss. Lüt.
Also. Finde Andrea, da ist eins bei Tau Ceti und einmal hier in dem Bereich. Ich würde sagen, ich fliege erstmal zu dem entferntesten. Tau Ceti, keine Ahnung, ob das was bringt. Schauen wir mal. Graph-Antrieb ist natürlich wieder hier. Braucht wieder eine Weile. Oh, anscheinend sollte ich eventuell was hier rausnehmen und in den Graph-Antrieb reinstecken. Das wäre sinnvoll. Damit man springen kann, ne? Alle Waffen bereit. Oh. Raumschiffkampf. Oh Gott, im Himmel. Ich habe schon Ewigkeit nichts mehr in meine Raumschiff reingeballert, ne? Antrieb beschädigt. Repariert das. Ah! Wow. Danke, wer auch immer du bist. Und jetzt doch bitte. Was zur? Wollen mich. So, ist da noch einer da? Ich würde gerne ein mysteriöses Schiff. Das eigentlich, ich hätte gerne den Looter nebendran. Der ist wichtiger. Nicht das Schiff. Scheiß aufs Schiff, ich will den Loot. Kann man andocken? Ja, das hier vorne. Ja, den da vorne, den hier. Das Teil. Ja, danke. Frachtraum voll. Willst du mich verarschen? Oh, leck. So eine Kacke hier. Okay. Die verlassene Mine. Das heißt, ich würde sagen, ich lande da mal. Guck mal, ob die da ist. Also da ist noch ein Schiff, auf das ich drauf kann. So freckig, wenn ich jetzt rausgehe. Ja, tue ich. Oh, diese Muschi, das ist unglaublich. Also, da mach den Anzug. Mach den Helm. Dann geht's doch wieder gut. Grüße, Captain. Ma'am. Alles klar. Es gibt eine Menge herrenloser Schiffe im All. Alle mit spannender Geschichte drin. Sehr spannend, die zu erforschen. So. Okay. Also, dann. Geh mal rein. Wieso hatte ich den Anzug nicht hier mal an? Für diese Riogen Questline habe ich den ausgezogen, weil es hieß, wenn man diesen Anzug anhat, wirkt sich das wohl auch aufs Schleichen aus. Weil er ja dieser Anzug ja auch eine Masse hat. Und irgendwie hieß es, Anzug und Helm sollte man beim Schleichen ausziehen. Das wirkt sich wohl irgendwie auf die Mechanik auswirken. Hieß es. Und ich habe den ja bei der letzten Mission auch nicht wirklich benötigt. Okay. Lass nachladen. Mal gucken, was das hier so bringt. Ob man hier irgendwas entdecken kann. I don't know. Sich zeigen. So, Nase juckt. Uah. Anzug mit Chameleon gemoddet. Ja gut, ich meine, das Stealth-Gameplay oder der Stealth-Mechanik ist ja irgendwie sehr komisch. Aber ja, das passt. Okay, bin ich jetzt hier irgendwie
habe jetzt einen ganzen Ekliptik-Lappen am Start. Also da scheint nichts zu sein. Scheint nichts zu sein. Kann man irgendwas looten? Finde das Artefakt auf dem Planeten da und begib dich zum Planeten da. Okay. Hat's irgendwas Sinnvolles zu mitnehmen? Eine Kiste oder sowas? Schreibtisch Organizer. Das kannst du mitnehmen. Die kannst du mitnehmen. Credits gehen immer. Medipacks auch. Dann passt das doch. Gut, dann. Geh mal rein. In eine tiefe Höhle. Diese tiefe Höhle gibt's auch gefühlt überall, ne? Habe ich so das Gefühl? Er ist tot, kannst aufhören. Du kannst aufhören. Keinen Schritt weiter. Identifiziere dich. Hi, ich bin der Nalef und ich bin nicht hier, um dir zu schaden. Ich komme in Frieden. Du bist von der Constellation? Ja. Wladimir hat gesagt, dass jemand kommt. Mhm. Du bist das neueste Mitglied, ja? Schicken sie dich oft, um nach anderen etablierten Mitgliedern zu sehen? Naja, also ich tue eigentlich so nur, was mir aufgetragen wurde. Du befolgst nur brav Befehle. Ja. Ich darf meinen Frust nicht an dir auslassen. Wäre besser. Gut, dass du ihr Vertrauen genießt. Wir vergeuden Zeit. Schließen wir unsere Mission ab, dann können wir reden. Boah, du folgst mir jetzt. Ganz wichtige Frage. Ich weiß, du bist ein Bethesda-NPC. Ihr seid alle scheiße. Egal in welchem Titel. Bitte verkack's nicht, ne? Kannst du schleichen? Oh, du hast einen Tarn. Oh, Mädel, das ist schon mal gut. Das ist schon mal ein Träumchen. Sehr geil. Aber bitte nicht verkacken, ne? Auch wenn du schleichen kannst. Sehr schön. Mega. Traum. Oh, das ist gut. Jo. Ja, okay. Haben wir das geklärt. Was muss ich hier was finden? Findest du einfach auf dem Planeten? Ist es der Planet? Heißt der hier so? Tau Ceti 8b. Tau Ceti 8b. Ich vermute mal, ich muss hier drin bleiben. Behaupte ich jetzt einfach mal. Schauen wir mal. So. Nachsehen lohnt sich immer. Man weiß nie, was man in den Taschen findet. Ich weiß. Ich mache das unglaublich gerne. Oh, ein Spacer Rowdy. Da ist was in der Nähe. Da ist was im Busch. Sehr schön. Okay. Eine Schinken- und Waffenkoffer. Das nimmst du mit. Computer. Okay, kann ich irgendwas mit hacken? Freund-Feinderkennung aktualisieren. Nee, komm, wir machen die platt. Killen die alle. Ich hätte auch Angst, gegen mich zu kämpfen. Ja. Das sagen sie alle. Hör mal. Und am Ende gehen sie alle drauf. Mich legt niemand rein. Echt jetzt? Nun stirbst du! Und wieder triumphieren wir! Ja, du hast gar nichts gemacht. Gib nicht so an. Okay, das Schleichen ist immer noch kacke, ne? Das ist echt so eine kaputte Mechanik. Das ist furchtbar. So, Space Synapse Alpha. Das kann man mitnehmen. Okay, da hinten muss er anscheinend durchs Tor. So, gibt es irgendwelche Sachen zum Abbauen?
bestimmen, ne? Gibt's nicht. Gar nichts. Nicht mal so ein kleines Ärzchen oder so? Okay, da unten haben wir eine Truhe, die würde ich erst mitnehmen wollen. Reinschauen. Adaptiver Rahmen, das ist gut. Das kannst du auch alles mitnehmen. Credits und Dichtmittel, alles was man braucht. Sehr schön. Wunderbärchen. Dann. Naja, aber ich bin hier maximal geskillt, was Schleichen angeht, ne? Wirklich maximal geskillt. Ich habe auch ohne den Chamäleon-Helm dieses Chamäleon-Ding drin. Und ja, oh, meistens sehen die eher die Begleiter anstatt mich. Ja, deswegen sind Begleiter scheiße. Deswegen in jedem Bethesda-Spiel, sei es Skyrim, sei es Fallout, Begleiter sind einfach kacke. Was bist du denn? Okay, den kannst du mitnehmen. Kannst mitnehmen. Waffen brauchen wir nicht. Kohle habe ich genug. Das kannst du mitnehmen. Medipack. Digi Dietrich. Digi. Can't you see? Auch mit Dichtmittel. Jawohl. So, da unten lag noch Money rum. Die würde ich gerne mitnehmen. Jede Menge Money. Gönn dir. Okay. Was haben wir hier? Noch eine Waffe. Das andere ist soweit. Nicht wichtig. So. Gehen wir hier durch. Speichern und auf geht's. Da oben geht's lang. Hier fleucht keiner rum. Waffenkoffer. Wiegt nichts, deswegen mitnehmen. Antipersonenregulator hat viel Wert, wiegt wenig. Kühlmittel, Credits, das kannst du mitnehmen. Was sonst? Oh, Aluminium. Lichtmittel, Trauma Pack. Okay. So, aber Ressourcen werde ich jetzt, glaube ich, keinem abbauen. Ich meine, es ist wesentlich effizienter, den ganzen Bums hier zu kaufen, ne? Ich meine, du hast Kohle ohne Ende in dem Spiel. Da lohnt es sich wirklich, meiner Meinung nach, nicht hier das zu kaufen. Coolsten, meine Begleiter haben Standard einen Chamäleon-Teil an. Das hilft etwas, aber bei Schleichmissionen lasse ich die eh daheim. Oder dass er ein persönliches Story erleben will, muss ich die leider mitnehmen. Ja. So. Einmal weg. Ja, Spacer Cowboys. Aber ich bin hier doch schon richtig, oder? Ja, genau. Das muss ja drin sein. Man darf nichts Nützliches zurücklassen. Ja, man muss aber auch die Schnauze halten, wenn man am Schleichen ist, Mädel. Das ist genauso wichtig. Pimmelst du rum, da unten. Doom. Da hinten. Yeah, Level 36, Skillpunkt. Verfügbar. Okay. Sehr schön. Was wollte ich eigentlich skillen? Es ist so lange her. Ich hatte gesagt, so Raumschiffe und sowas, da hätten wir mal Bock drauf. Aber nee, ich war hier beim Kampf am Start. Ich glaube...
Hatte ich hier Treffsicherheit am Start? Erhöht die Chance auf kritische Treffer mit nicht automatischen Fernkampfwaffen um 3%. Nicht automatische Fernkampfwaffen. Nimm mal das. Okay. Lande 10 kritische Treffer im Fernkampf. Okay, dann können wir das machen. Pushen wir das hoch. Sehr schön. Sniper-mäßig ist es auf jeden Fall nützlich, das mitzunehmen. So. Schwere Teilchenzünder. Was haben wir da oben? Eine Amp. Eine Amp-Pulle. So, wo muss ich lang? Ich vermute mal hier. Bitte. Das sieht weird aus. Warum hältst du die Pistole so hoch? Das sieht echt ziemlich weird aus. Lass das bitte. Danke, Bethesda, für diesen tollen Anzeigefehler. Wir haben da unten keine mehr, ne? Die Musik irritiert mich ein wenig. Aber ist okay. So. Waffenmods, Fliegen und Raumschiffdesign. Das sind die sinnvollsten Skills. Ich habe halt erstmal primär alles in Schleichen reingeballert, ne? So ein bisschen. Ein Raumschiffkämpfer, da bin ich echt eine Null drin. So, Magnet. Da haben wir einen Safe. Ein Experten-Safe. Okay. Ich habe 46 Dietriche. Junge, das ist viel. Da passt keiner rein. Der passt nirgends rein. Der hier. Wie viele Einser habe ich? 1, 2. Dann gönnen wir uns doch den. So. Der muss innen. Also brauche ich hier den zweiten Einser. Und hab die Möglichkeit, hier, genau, und dann machen wir den da rein. Hoffentlich gelingt. So. Sobald man bessere Waffen drauf machen kann, geht's ganz gut, okay. Nimmst mir gerne ein paar Dietriche ab. Das glaube ich. Dir das, bevor wir entdeckt werden. Ja, halt die Schnauze. Ihr müsst auch nicht konstant immer quatschen, ne? Das ist auch so ein Ding, warum ihr NPCs mir auf den Sack geht. Das ist so furchtbar. So. Dann hier hoch. Ist das mit? Aber ich muss ja eigentlich runter, ne? Froh und munter. Wie? Ja, das sieht aus, als wäre es wichtig gewesen. Wie komme ich da runter? Hier die Treppe, okay. Ja, okay. Gut. Meckern auf hohem Niveau. Froh und munter immer runter. Schubidubidu, bidubidai. Und erstmal looten. Nö. Ja. Jawohl. Waffenkoffer machen wir auf. So. Bridger. Das ist so ein Schrotflinten-Ding. Mother Jack. Munitionskoffer. Gummikäfer. Mhm. Ich bin aber nicht so der Freund von Gummibärchen, ne? Den mag ich nicht so. Vor allem, wenn man mega konzentriert und leise am Schleichen ist und dann gehen die quer durch den Raum und labern laut, als wenn es im Kaufhaus wären. Ja, das stimmt. Also NPCs, ne? Mag ich nicht so. Bin ich jetzt nicht so Fan von. So. Schleichen hier, ne? Das, ah, super. Okay.
Karte habe ich dabei. Artefakt Iota. Nutze eine Waffe, um das... Okay. Jetzt kann ich es nehmen, ne? Genau, okay. Du bist zurück. Du hast nicht geantwortet, nachdem du das Artefakt herausgezogen hast. Barretts Theorie und Erfahrung waren also korrekt? Das Artefakt gewährt dem ersten Menschen, der es berührt, eine Vision? Ja, leider nur war sie vollkommen unverständlich. Also ich habe diesmal nichts verstanden. Eigentlich habe ich noch nie was verstanden, wenn ich hier Dinge rausgezogen habe. Die Tatsache, dass es euch beiden so ergangen ist, ist schon mehr, als wir zuvor hatten. Wir müssen darüber sprechen, was du da vorhin gesehen hast. Dieser Mann, was ich getan habe. Naja, ich denke mal, er hat's verdient. Es gibt immer einen Grund. Also, ich habe das schon tausendmal gemacht. Mach dir keinen Kopf. Das tun gewiss viele. Es ist überraschend, dass jemand aus der Constellation mir zustimmt. Üblicherweise vermeiden die Mitglieder jeden Konflikt. Auf welchen Erfahrungen beruht diese Überzeugung? Was hast du vor der Constellation getan? Du, das... ein bisschen hier, ein bisschen da, also Gelegenheitsjobs. Ja, also nichts wirklich so... alles Mögliche. Du antwortest gerne so, dass du dich auf keine Position festlegen musst. Ja. Das ist ungewöhnlich. Echt? Auch ich habe schon sehr viel gesehen und erlebt. Auch Gefährliches. Wir beide sind etwas ungewöhnliche Constellation-Mitglieder. Bitte erwähne Wladimir gegenüber nicht, unter welchen Umständen du mich vorgefunden hast. Die Varun-Fanatiker haben schon öfter versucht, mich in die Enge zu treiben. Wenn herauskommt, dass es wieder geschehen ist... Nun, es ist lange her, dass mir allein ein Auftrag übertragen wurde. Ich will nicht, dass es in Zukunft noch länger dauert. Verstehst du? Ja, ja, ist cool. Alles klar. Ich kann zwar nichts versprechen, aber ich, das, ne? Das erwarte ich auch nicht. Ich habe lediglich gefragt. Du wirst tun, was du für nötig hältst. Mach ich immer. Und das ist völlig in Ordnung. Danke. Ich bringe hier alles zu Ende und komme dann nach New Atlantis. Ja, okay. Du solltest schon gehen. Sie erwarten uns. Alles klar. Cool. Können wir machen. Können wir machen. Das kann man eigentlich mitnehmen auch hier noch, ne? Wenn wir schon hier sind. Super. Das kann man scannen. Und abbauen. Ich finde schon zurück. Geh ruhig ohne mich. Ja, ich mache. Alles cool. Erstmal abbauen. Es war sehr robust hier. So robust. Okay, wahrscheinlich habe ich schon abgebaut. So, nehmen wir das noch mit. Okay, will er nicht. Dann da drüben. Wir sehen uns noch. Dann in der Loge. Ja. Geh doch du schon mal vor, anstatt hier rumzustehen. Okay, was haben wir hier? Ist auch noch. Super. Wir sehen uns dann in der Loge. Ja, meine. Oh Gott. Also dann ab zurück hier zur Loge, Hammer, und dann passt es doch.
Oder muss ich diese andere Quest noch machen? Ich muss die hier noch machen, ne? Springen wir hin aus der Mine, ins Raumschiff und dorthin. Eine Hanghöhle. Gehört das auch zur Quest, frage ich mich gerade. Will ich erstmal schauen wollen? Lass mal kurz gucken. Zu Unbekannter, ja genau. Das haben wir gemacht, das müssen wir auch noch nehmen. Gut, dann nehmen wir das noch mit. Passt auch noch, das passt alles. Dann ab zur Hanghöhle. Dort muss ich ja hin. Auf geht's. Ich hoffe, die Mutti ist jetzt nicht dabei, ne? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass meine Schubdüsen schief sind. So leicht, Schepp. Hey, Vasco. Okay. Das ganze Ding ist da unten. Okay, lass mal hinrein. Au, okay, Schwerkraft ist... ist okay. Pimmeln ein paar Käfer rum. Das sollte kein Problem sein. Und es ist verschneit hier, ne? Geht ihr mir auf den Sack? Nee, ne? Ich bin hier nur vorbei. Wer Radau will, sagt Bescheid, ne? Dann gehen wir dahin. Schnauf, ächz, stöhn. Jetzt lass doch mal gucken. Hier, Kupfer. Kannst du mal scannen. So, noch 73 Meter. Auf geht's. Eine Höhle. Erstmal speichern. Scheint nichts da zu sein. Okay. Irgendwas Mineralienmäßiges. Okay, da hinten ist irgendwas. Ein Geschützturm. Alles klar. Kommissar. Dillidüt. Trillidüt. Hier sind wieder irgendwelche hier abgestellten Geschütztürme. Die alleingelassen hier einsam ihren Dienst machen. Da so ein Fallout wäre Klebeband echt, das wäre super Loot Location hier. So, wie schaut's aus, Klaus? Ich muss nach da hinten. Aber das ist ja auch so ein Ding. Das... hat eine ziemlich krasse Schwerkraft. Dunk. Aber vielleicht gibt es hier Schmuggelware. Das wäre toll. Und dann haben wir Plutonium. Und irgendwo ist hier noch ein Geschützturm, ne?
ist ein Kristallser, okay. Da steht er rum. Oh Gott. Genau unter diesem... Oh, Leco Mio. Sehr schön. Hast du hier irgendwo Schmuggel? Noch mehr Klebeband. Mega. Das brauchen wir nicht. Aber ich würde gerne hier das Zeug mitnehmen. Ein wenig Plutonium. Da haben wir noch einen Geschützturm. Trilidüt. Klingt so ein bisschen, als würde ich R2-D2 abschießen, ne? Okay. Da geht's runter. Aber da hinten muss ich hin. Also da hoch. Das war auch noch Zeug, ne? Da hinten ist es. Okay. Ich sehe hier aber nirgendwo mehr noch einen Geschützturm. Bei jeder Menge Vorkommen. Das müssen wir natürlich mitnehmen. Und das noch. Also die Sache, woran erkenne ich, wie ich es schon abgebaut habe. Ist ja auch egal. Artefakts. Zeta. Na dann. Füge die Artefaktung, hör mal, der Sammlung hinzu. Alles klar. Dann würde ich sagen, da hinten ist noch Zeug. Was haben wir denn da? Beryllium. Wunderbar. Wenn ich schon mal hier bin, ich komme mir auf keinen Fall wieder hierher. Von daher kannst du es eigentlich ruhig mal mitnehmen. Und ich wollte da drüben noch gucken, was hier noch ist. War ja auch noch irgendwas. Bestimmt was Tolles. Spannung, Spiel und Schokolade. Überraschungseier. Oh Gott, die habe ich auch gefressen als Kind, ne? Mega cool. So, wo war das hier oben? Nickel. Muss ich mal Nickel in mein Bag? Da oben ist noch einer. Das ist die Sache, wo da oben? Oder ist der da oben? Der ist da oben oben. Oh, Pistole, ganz im Ernst.
Sehr schön. Okay, was haben wir hier? So ein Ding. Money. Thermos, ansonsten hier eher... Oh, ein Magazin. Schau mal. Nächste Chance-Verpackung. Zu früh gefreut. Schade. Oha. Oha. Demoralisierend des Killers kalibriert Sidestar-Pistole legendär. Fügbar Waffenschlägen doppelten Schaden zu, verursacht beim Ziel zufällig einen Bluteffekt. Demoralisierend, geringe Chance, ein Ziel zu demoralisieren. Ja, den nimmst du mit. Schön. Coole Sache. Helium 3 und jede Menge Credits. Sehr schön. Anzug, ja komm, lass liegen. Man muss nicht alles mitnehmen. So, den Nickel noch. Würde ich sagen, gehen wir zurück zum Raumschiff bzw. zur Loge direkt. Vielleicht kann ich auch von hier aus springen. So. Würde aber noch einen kurzen Zwischenstopp hier bei meinem Lager machen. Und den ganzen Scheißdreck einlagern. Dann geht's weiter. Beziehungsweise erstmal ablegen und einsortieren kann ich dann die Tage. So. Also, Inventar. Ressourcen. Baba, 81. Dann die Waffen. Die macht auch noch Energieschaden. Okay, cool. Tust rein. Die kann man behalten. Helme. Ja, tust auch mal rein. Passt das. Okay. Dann ab zur Loge. Bin ich mal gespannt. Oh, Junge. Andrea, wir haben uns Sorgen gemacht. Warum? Ja, warum? Dass ich möglicherweise nichts zur Mission beisteuern würde? Nein, wir dachten, du wärst vielleicht verletzt. Oh, dann... Danke. Aber das war nicht nötig. Wir hatten Erfolg. Ja, ich führe es mal ein hier, ne? Also die Artefakte. An dem Tisch. Ich bin neidisch auf euch zwei. Alter, was ist mit dir los? Auf der Suche, aber kam mit leeren Händen zurück. Die könnten überall sein. Eingeschlossen in einem Fels oder bei einem ahnungslosen Ramschhändler schlummernd. Okay, ganz im Ernst, diese Helme geht mal gar nicht. Okay, diese Art Fakte sind wirklich einzigartig. Manchmal erwische ich mich grübelnd auf die Sammlung starrend. Was hat das alles zu bedeuten? Fühlten sich so unsere Vorfahren, als sie das erste Mal zum Firmament emporblickten? Sie haben nicht bloß geglotzt, Matteo, sondern geforscht, getestet. Nicht Träume brachten uns ins All, sondern Wissenschaft. Das sehe ich anders.
Wissenschaft dient dazu, die Träume der Menschen zu verwirklichen. Und woher kommen diese Träume? Nicht jeder Traum ist schön. Ich stimme Noelle zu. Die Arbeit ist das, was uns voranbringt. Ich hab recht, oder? Wissenschaft oder Träume? Was bringt die Erkundung des Alls voran? Boah, ganz im Ernst? Oh Gott. Also, lass mich mal da raus. Ich mach das alles hier nur für Geld, ne, und für Ruhm und dieses ganze philosophische, wissenschaftliche Gerede, das ist nicht so meins, ne? Also da, das muss nicht sein. Neutralität? Ja. In einer Debatte? Dann gibst du wohl auf. Ach, wie kann man aufgeben, wenn man sich raushält? Du warst schon mal schlagfertiger, Matteo. Wisst ihr was? Ich habe gerade gemerkt, dass ich die ganze Unterhaltung an mich gerissen habe. Es geht hier um dich und Andrea und den Sieg für die Gruppe. Ich bin sehr gern Teil einer Debatte. Es war gut, eure Meinungen zu hören. Aber es stimmt, dass wir gemeinsam etwas erreicht haben. Mhm. Vielen Dank für die Hilfe. Du, kein Ding, alles cool. Solange die Credits stimmen. Und ich bin einfach nur froh, daheim zu sein. Ja, ne? Also. Ich auch. Sag mir, wenn du mich brauchst. Mhm. Noelle, die neuen Artefakte haben interessante Daten zu bieten. Sag dem Neuling, wir treffen uns auf der Station. Okay. Bestätige, Wladimir. Er ist unterwegs. Jo, alles klar. Ich bin unterwegs. Gut, ins Unbekannte, sprich mit Wladimir, dann würde ich sagen. Gehen wir doch dahin und hören uns an, was er zu sagen hat.